Street View, so sagt schon der Name, zeigt uns die Straßen der Welt. So sehen sie in den USA aus. So in Taiwan. Und das ist Deutschland. Für den nebligen Tunnelblick sorgen hier die Bewohner. 250.000 Streetview-Gegner haben hier ihre Hausfassaden verpixeln lassen. Naja, also es ging ja dann irgendwie immer um die Diskussion, wie ist das mit dieser Häuserfassade? Ja? Ist das jetzt ein sensibles Datum? Muss ich jetzt mich dagegen wehren, weil meine Wohnung von außen fotografiert wird? Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber das steht für die Datenschützer weniger im Vordergrund. Google ist kein Tante-Emma-Laden. Google ist ein Riesenunternehmen und niemand in der ganzen Welt, einschließlich der Regierung, verfügt über so viele Daten. Noch mehr die mögliche Verknüpfung von Daten zusammen mit dem Wohnsitz Einzelner, das Erstellen von Personenprofilen, das war und ist die Sorge der Datenschützer. Privatsphäre war gestern. Der Öffentlichkeit waren vor allem die unheimlichen Periskopkameras eine sichtbare Bedrohung. Google ist ein großer, böser Konzern für viele, also ein schönes Feindbild. Zum Teil war es einfach auch eine Unaufgeklärtheit, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wussten, was sie da genau erwartet. Und zum Teil war es eben auch die sowieso sehr technikkritische Haltung, die ich immer wieder feststelle. Und das alles zusammen hat dann eben dazu geführt, dass das im Sommer natürlich im Sommerloch besonders hoch gepusht wurde. Aber sachlich begründet in dem Sinne war es eigentlich meines Erachtens nicht. Die Deutschen sind auf alle Fälle Verpixelungsweltmeister. Jeder kann Bilder löschen, die seine Postanschrift zeigen, laut Google für immer. Das Stadion von Schalke 04 wurde übrigens nicht verpixelt. Der Löschantrag kam von Dortmund-Fans. Automatisch nicht gelöscht werden auch Gewerbebetriebe. Dieses Haus ist nur teilverpixelt. Das Irish Pub im Erdgeschoss hat hier Glück gehabt. Keine Ahnung, wer das angestellt hat. Irgendeiner aus den oberen Wohnungen. Wir sind froh, dass wir nicht verpixelt wurden. So kann jeder das Pub sehen. Das Streetview-Bild des Hauses mit Pub ist zwar gelöscht, aber auf einen Klick erscheint es plötzlich völlig unverpixelt. Dahinter steckt dieser Mann. Er fotografiert verpixelte Gebäude und stellt die Fotos innerhalb Street Views wieder ins Netz. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, ist auch in so einem großen Haus, da ich weiß nicht, wie viele Mietparteien da wohnen, wenn ein Mensch sich überlegt, ich möchte nicht, dass diese Hausfassade zu sehen wird, der da vielleicht ein Fenster zur Straße hat, dann reicht das aus, um das für alle Zeiten zu löschen. Also habe ich fotografiert und habe es dann über einen Fotodienst, den es da gibt, bei Google Maps an der entsprechenden Stelle wieder platziert. Kurt Heldmann gehört zur Aktion Verschollene Häuser, in der deutschlandweit Fotografen unterwegs sind. Bei Finde das Pixel lässt sich Verpixeltes einfach melden. Ins Leben gerufen wurden beide Communities von einem Berliner Internetaktivisten. Also ganz kurz, es war eigentlich nur mein Aufruf zu sagen, bitte das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Ich finde, man kann kritisch gegenüber der Kommerzialisierung des Internets sein und das sollte man auch. Nichtsdestotrotz wurde in dieser Diskussion um Street View die Möglichkeit, im öffentlichen Raum zu fotografieren und das online zu stellen und das vielleicht sogar mit Daten zu verbinden, nicht mit privaten Daten, aber mit anderen Daten, dann auch irgendwie mit reingezogen. Und das ging mir dann zu weit und deswegen habe ich gesagt, Häuserfassaden sind öffentlicher Raum. Und der muss genauso verteidigt werden wie die Privatsphäre. Doch wie es scheint, haben die Anti-Verpixler demnächst viel weniger zu tun. Es kommt eigentlich nicht mehr sehr viel für neu verpixeltes Material dazu. Also wenn man sich bestimmte Straßenzüge mal anguckt und noch mehrmals anguckt, das bleibt dann eigentlich eher so, wie es ist. Nun, vielleicht ist das ja nur die Ruhe vor dem Sturm. Dann geht es wieder von vorne los. Denn dieses Jahr soll Microsofts StreetSight kommen. Auch nach Deutschland.